Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich stehe hier heute in den Trümmern dessen, was einst ein belebter Marktplatz war, wo einst Frauen Tomaten, Gemüse eingekauft haben, Väter ihren Fisch ausgesucht haben, wo Kinder gespielt haben. Hier herrscht jetzt nur noch Tod und Verwesung. Als heute Morgen um 6 Uhr in der Früh mitteleuropäischer Zeit die Rebellen diesen Platz stürmten, wusste noch niemand, was für ein schreckliches Blutbad hier stattfinden würde. Was ich hier in der Hand halte, war einst eine Kuh, die zum abendlichen Schlachtfest vorbereitet werden sollte. Das alles ist nun nicht mehr möglich. Und die Frage, die uns alle beschäftigt, ist: Wo ist die Hoffnung? Wo ist das Kinderlachen? Es fällt selbst mir, der ich nun doch schon einige Jahre aus den Krisenherden dieser Welt berichte, schwer, hier die richtigen Worte zu finden. Dieser Plastikbagger, den Sie hier vorne sehen, und auch dieses kleine Eimerchen zeugt von Leben. Leben, das nun nicht mehr ist. Ich verabschiede mich von Ihnen mit den Worten: Bleiben Sie tapfer. Hans-Peter von und auch zu Scholl, Sophie, Hunger, Reuß.